ganz aufgeben bei dem, also die hat nicht damit gerechnet, dass sie hier reiten muss. Das muss ich mal sagen. Das finde ich toll, dass sie das jetzt mit einem Pferd, das die Umgebung und sowas überhaupt nicht kennt. Stimmt? Habe ich recht? Ja? Kennt ihr gar nicht, oder? Kennst du doch? Kennst du nicht. So, ganz ruhig mit der Hand dranbleiben vorne. Ruhig dranbleiben, so, dranbleiben, so. So, und nicht den Oberkörper nach vorne nehmen. Ruhig bequem hinsetzen. Ein Pferd spürt 100%, was der Reiter an Unsicherheit mitbringt. Sehr wichtig, einfach den Oberkörper nach hinten hin. Oberkörper nach hinten. Noch mehr, noch mehr, noch ein bisschen mehr. Bequem hinsetzen. Also wenn ich einen Sessel habe, wo ich, dann setze ich mich auch nicht vorne über, da mache ich es mir auch bequem. Einfach sitzen, nicht? So, einfach locker. Das ist wichtig. Das Pferd hat so viele Sensoren in sich und spürt jede kleinste Bewegung. So, mal hier auf den Zirkel abwenden. Sollen wir dann mal einfach mal antraben? Der möchte gerne traben, stimmt? Dann trab mal los. Jetzt warten wir es immer. Ja, 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 ja. Das ist eine vornehme Aufgabe, dann so einen kleinen wilden Hengst Bento zu zähmen. Ganz ruhig weiterreiten, locker, locker, immer die Hände weich dran lassen, bis das Pferd sich ruhig abstößt. Ruhig weiter, einfach weiter, so. So, und da, wenn er dann mal Ja sagt, dann gibst du einfach mal vorne ein bisschen die Hand vor. Etwas, immer die Möglichkeit, kann ich etwas nachgeben, nehmen. Hier müssen wir erstmal dafür sorgen, dass er ruhig bleibt. Das kann lange dauern, aber so viel Zeit haben wir dann auch nicht. Ja, kein Problem. Also das sind Hengste und das ist noch die Stute hier weggegangen. Das Pferd ist ein Herdentier, will immer dahin laufen, wo andere sind. Macht natürlich der Reiterin nicht immer das Leben leicht. So, also warten wir das doch mal einfach ab. Gibt es eine Frage von Ihnen irgendwo dazu? Fünf. Stimmt's? Fünf? Vier. Vier wird fünf. Ja, so, jetzt, wenn ich so ein Pferd habe, wenn ich jetzt vom Ideal ausgehe, dann muss ich ja sagen, es müsste also lang und tief geritten werden. Das geht aber nicht. Also was mache ich? Ich warte ab, bis das Pferd sich die Dehnung nehmen will. Das muss ich natürlich auch schnell spüren. Wenn mein Pferd dann nach vorwärts, abwärts drücken will mit der Hand, muss ich etwas nachgeben, aber nicht wegschmeißen. Das ist falsch verstanden, wenn man kann ein Pferd nicht nur immer vorwärts, abwärts reiten, nein, man muss es dann aber auch lehren, dass es die Hand annimmt und den Zügel annimmt und sich daran dehnt. Sie macht genau das Richtige, was ich jetzt auch machen würde mit dem Pferd, es gehen lassen. Nicht untertürig, sondern so, dass also die Bewegung durch das Pferd fließt. Handwechsel machen. Ruhig, jawohl. Und ist Ihnen aufgefallen, es macht immer an der gleichen Stelle dieses Wir, ne? Da muss was sein. Ja, der mit der Mütze da vorne, das ist ja... Okay, jetzt schauen wir mal, was er jetzt macht. Nickes, ne? So. Immer ruhig weiter. So. So, ruhig weiter. So, immer ruhig weiter. So, mal auf den Zirkel reiten. Und dann machst du mal einen kleinen Kreis. Versuchst du, den Kreis etwas kleiner zu machen. So, reit mal ruhig eine Volte. Da, nicht hier, sondern hier gehst du auf den Zirkel. So, genau, ja? Und dann reitest du da hinten eine Volte. So, so, ruhig weiter. Jetzt reitest du da eine Volte. Eine große Volte vor mir her. So, genau. Was will ich damit bezwecken? Ich möchte, ohne dass die Reiterin zu viel vorne zurückzieht, dann dem Pferd die Möglichkeit gibt, ruhiger zu werden. Es ist normal. Das ist alles normal. Und das dürfen Sie nicht mit Gewalt unterdrücken. Machen Sie das, konditionieren das Pferd. Wenn Sie jetzt sagen, du immer diese Schreierei, jetzt kriegst du mal einen auf den Zahn und jetzt gebe ich dir einen mit der Gerte mit. Tun Sie es nicht. Das junge Pferd vergisst das nie. Sie konditionieren damit ein Ungehorsam.
Hier geht es nur darum, Geduld zu haben, dem Pferd immer Zeit zu geben, sich auch wirklich zu orientieren. Er guckt immer da, stell ihn mal nach rechts ein bisschen. So, jawohl. Ganz genau. Jawohl. Und jetzt machst du Handwechsel, gehst du rechts rum, machst du so eine große Acht hier. Immer wieder, so genau, nach rechts geht's, geht's rechts rum. So, weiter, jetzt wird er gleich wieder. Genau. Und gehst dann wieder links rum. Jetzt lassen wir die Tür da hinten mal zu. Genau, so, genau. Und jetzt kommst du rechts rum und hier rechts rum, so. Und loslassen, loben, jetzt lob schnell, so. Und dann wieder, ja, ganz ruhig bleiben,